Die Woche hat ein Liechtensteiner, der in Los Angeles lebt, für Schlagzeilen gesorgt. Der Al Walser bietet der amerikanischen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton 1 Million $, wenn sie in einem seiner Musikvideos auftritt. Da haben viele gestaunt. Ich bin jetzt mit Los Angeles verbunden und dem Al Walser. Al, ich glaube, so reich, dass du jetzt gerade Millionen ausschütten könntest, bist noch nicht wert, soll denn die 1 Million $ der Hillary Clinton zahlen, falls sie überhaupt mitmacht in deinem Musikvideo? Nein, das Geld kommt natürlich nicht aus meiner eigenen Tasche, das wäre ein bisschen zu viel Geld, um einfach zu auszuwerfen. Das Geld kommt effektiv von einem Finanzkonsortium, das mir sehr nahe steht, das auf Fuß fassen möchte in der Musikindustrie. Und die haben gesagt, Al, du kennst dort Hillary Clinton, den Camp sehr gut, du kennst Barack Obama sehr gut. Wir hätten Interesse, Hillary Clinton ein bisschen ins Spiel zu bringen. Es gibt natürlich auch News und Media Alerts und so weiter, das haben sie ganz gerne. Und sie möchten, wie gesagt, Fuß fassen in der Musikindustrie, haben noch eigene Interessen, die sie damit verbringen und verbinden. Und haben gesagt, verbringen, ja, das Verbinden, verlernst du das Schweizerdeutsch, ja, das ist auch auf jeden Fall haben sie mir angeboten, dass sie das Geld zur Verfügung stellen. Das ist ja schon in Steine gemeißelt und die Offerte ist gemacht worden, Hillary Clinton Camp. Und jetzt warten wir ab, in der Zwischenzeit ist es auf jeden Fall eine Win-Win-Situation, wie es die Amerikaner so schön sehen, weil wir einen Haufen Presse bekommen, dass wir haben Late-Night-Shows, die anklopfen und anrufen und fragen. Und es hat ganz neue Synergien eigentlich gegeben und es ist eine riesige Geschichte geworden, medial. Und in der Zwischenzeit, wie gesagt, warten wir ab, aber in der Zwischenzeit schaffen wir natürlich auch und gehen jeden Tag Gas und haben jetzt einen Single, der dann rauskommt und lassen überrascht, es wird auf jeden Fall lustig. Take it easy, das gehört halt ein bisschen zu Amerika. Zuerst hast du ja für den Barack Obama ein bisschen Werbung gemacht. Jetzt bietest du Hillary Clinton 1 Million $ an. Was glaubst du persönlich, wer macht das Rennen um den amerikanischen Präsidentschaftsjob? Ja, ich würde immer wieder gefragt, ist sehr schwer. Ich glaube, dass es niemand richtig weiß. Ich glaube aber, dass es ziemlich gut aussieht jetzt für Barack Obama, ihn zumindest innerhalb der eigenen Partei. Ich bin allerdings der Meinung, dass sie gemeinsam auf einem Ticket muhen. Weil egal, wer schlussendlich macht, es ist wirklich fast mehr oder weniger 50-50. Das heißt, ein Haufen Leute würden enttäuscht sein in der demokratischen Partei. Was passiert jetzt mit diesen 50%? Entweder sie wählen nicht, was schlecht ist für Demokraten, oder sie wählen sogar für McCain, was natürlich noch schlimmer wäre für Demokraten. Also wie gesagt, ich glaube, dass sie gemeinsam kandidieren sollten. Der eine als Präsident, der andere als Vizepräsident oder Vizepräsidentin. Ich glaube, dass das das Vernünftigste wäre. Aber wie gesagt, es gibt Plus und Contra für beide Szenarien. Schlussendlich aber, wie gesagt, habe ich das Gefühl, wenn Vernunft schlussendlich siegen soll, dann sollten sie zusammen kandidieren, wenn das Ego wichtiger ist, dann eben nicht. Aber ich glaube, dass wenn der Barack Obama es macht, dann wäre es vielleicht ganz spannend, wenn er nicht mit der Hillary Clinton kandidieren will, dass er dann zumindest eine andere Frau nimmt, weil ich glaube einfach, dass sie wirklich gemeinsam kandidieren wollen. Die Demokraten haben jetzt wirklich eine Chance, um wieder an die Macht zu kommen. Meistens wechselt es so nach 8 Jahren und jetzt ist 8 Jahre ein republikaner Präsident gewesen. Und ja, sie werden natürlich die Chance nicht vergeben. Aber wir schauen, es wird spannend und ich halte auf dem Laufenden. Aber es wäre eventuell ein Job für dich, Daniel. Danke, Nell. Aber ich kann weder singen noch Schauspieler, noch habe ich irgendeine Nüsslifarm, also völlig unqualifiziert für diesen Job. Alles klar, besten Dank. Und liebe Grüße natürlich in Heimat. Danke vielmals. Besten Dank nach Los Angeles und alles Gute. Ciao, Al Walser.